Willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Alice Madness Returns. Ich sehe gerade, mir fehlt noch eine Schweineschnauze, eine Erinnerung, zwei Radularräume. Oh. Dann müssten die auch irgendwann mal bald kommen, hoffentlich. Und ich müsste ja eigentlich auch irgendwann mal hier auf dem Gipfel ankommen. Okay, es sieht schon ein bisschen komisch aus jetzt hier. Ich denke mal, ich bin... Oh, da ist der Gipfel. Alles so grau. Hier oben ist ja die Raupe. Ach, die hat alles voll gesmoked. Aber hier ist ja jetzt gar nichts mehr. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Hi. Oh, ein riesiger Kopf. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Habe ich das jetzt abgesprochen? Abgebrochen, den Monolog? Naja. Passiert. Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Sie hat sich weiterentwickelt. Die Zeit verändert uns alle. Okay, soll ich jetzt quasi die Herzkönigin finden? Oder eine andere Königin? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hey, du da! Das reicht jetzt! Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tschüss, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und... Wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konntest du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Habe ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Okay. Also ist der Jack auch in Alice Traumwelt vorgekommen. Er war ja der Psycho mit dem Walross. Ja, schön, Ratten. Tolles Gefängnis.
anklagen? Wovon? Ich habe meinen freien Tag. Was war's diesmal? Exhibitionismus, illegaler Hahnkampf, Gossensprache. Schade. Also bin ich jetzt wahrscheinlich hier Kapitel 4 schon. Also fehlen mir zwei Radularräume. Oder zwei Radularräume? Es ist nichts los. Bin ich denn jetzt gelandet? Okay, was ist das denn jetzt? Oh, ein Herz. Jetzt geht's aber ziemlich tief in Erles Verstand. Okay, Tentakel. Überall Tentakel. Mittlerweile kann man davon sprechen, dass Alice eigentlich kaum noch eine Realität ist. Er ist komplett irre. Hey, das erinnert irgendwie an Dead Space. Das sah gerade so aus wie der... Naja. Das sitzt ja jetzt mal. Kartenbrücke. So, Schweineschalte. Da! Gut, da drüben ist dann die Erinnerung. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen, mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner, fasst er mich an. Hab Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Das fetzt ja voll, ja. Die Karten, die kommen einfach und bilden dann einen neuen Weg. Oh, da geht's runter. Meine Herren. Jetzt ganz schön tricky hier wieder mal. Bewegt sich das? Tatsächlich bewegt sich. Mann! Wie gemein! Muss ich jetzt einfach warten und das Ding dreht sich weiter? Ich dachte, das dreht sich dann mal komplett einmal um sich herum. Jetzt hier. Gut. Also hier ist es schon ganz schön fies. Hier weiß man partout nicht, wo man so richtig lang soll. Und der Weg ja erst kurz vor einem erscheint. Okay. Das war jetzt cool. Schweineschnauze? Zahn. Hä?
ist doch nichts. Na gut, dann spielen wir das Spiel doch einfach mal mit. Wie? Was? Ladesequenz. Aha. Ja, dass hier Zähne sind, das merke ich schon. Jetzt bin ich in einem Kartenschloss. Das ist auf jeden Fall cool. Was müsste eigentlich kommen, wenn man hier noch auf die Herzkönigin trifft? Das muss ja irgendwie dann ein Kartenhaus mit ins Spiel kommen. Zumindest hätte ich mir das gewünscht. Und das ist passend. Ey. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Okay, der Fluss des Vergessens heißt Lethe. Komischer Name. Na gut, erstmal die Zähnchen einsammeln und dann schauen, was bei diesen Blättern passiert. Das sind zwei. Was passiert denn hier? Ah, da geht das Ding auf. Okay. Das geht also langsam wieder zu. Und hier kommt bestimmt ein Weg. Jetzt nicht gerade irgendwie was bewegt? Verstehe ich nicht. Gut, dann stellen wir hier mal die Bombe drauf. Und jetzt wird es bestimmt tricky. Wie geil ist das denn? Schnell, schnell, komm, komm, mach hin! Ah, zu spät. Jetzt, wenn ich. Ach so. Ah. Das funktioniert dann nicht. Okay. Verdammt. Fies hoch 3. Verdimm ich noch einmal.
erstmal warten, bis die Tür unten ist. Das kriegen wir schon hin. Wäre doch gelacht, wenn man das nicht schaffen würde. Schnell, komm, hoch, 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 mal hin. Los, schnell, 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 schnell. Oh. Super, ey. Meine Fresse. Bonjour. Aber geschafft. Tch, die fetzen die Kartenbumper hier. Hä? Oh! Mann! Können wir doch nicht so einen Schrecken einjagen? Königin, haha. Schweineschnauze. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Garten? Nein! Oh, ich wollte schon sagen, jetzt sind die Karten weg. Holla, die Waldfee. Und jetzt ab. Haha, geschafft. Das war locker. Ist da noch irgendwas? Nein. Gut. Dann... ist das jetzt geschafft. Cool. Oh! Es geht mit einer Rutschbahn. Oh, neues Kleidchen hat sie auch an. Mit einer Rutschbahn geht's weiter. Aber ich mache jetzt hier einen Cut und die Rutschbahn seht ihr dann in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Jesus.